Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Slyfox, und schauen wir mal, wo ich jetzt aufs Maul kriegen werde. Glücklicherweise voll geheilt. Das ist doch ein Porter nachher, diese Dinger, oder? Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Da tue ich mich mit Porten. Irgendwas sagt mir, das sollte ich jetzt tun. Ich habe ja noch... Einen habe ich noch. Warum? Ich hatte gerade einen Boss. Es ist Räucherwerkzeug. Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht aber stark. Dieser Weihrauch wurde in alten Ritualen verwendet, um den Toten den Übergang ins Jenseits zu erleichtern, um beim Einbalsamieren den Leichengeruch zu überdecken. Auf dem Etikett der Seite steht Weihrauch der Buße. Maskiert perfekt den Geruch verwesender Leichen. Oh nice, ich kann die anklicken und nochmal groß machen. Oh mein Gott, ich kann sie sogar drehen, das sehe ich jetzt erst. Das ist natürlich ein schönes Detail, ne? Und hier so das Gesicht. Das ist ein schönes Detail. Das sind so kleine Dinger, die ich dann wirklich sehr mag. Hätte sein können, dass hier oben noch ein Eingang ist. Hätte ich dem Spiel jetzt noch zugetraut. Nun gut, dann haben wir anscheinend da oben jetzt nochmal gleich einen Boss. Denn hier ist auf jeden Fall ein Schloss davor. Und das kriege ich anscheinend nicht frei, wenn ich hier oben nicht reingehe. Also, nächster Bossfight. Oh, nee, da ist er. Der hat mal eine Riesenseele. Wem schickt er das? Das ist meins. Ist das eine Tür? Oh. Graue Krähe. Oh. Hallo, Grünschnabel. Das mit dem Schlag auf den Kopf tut mir leid, aber ich brauchte diese Seele. Weißt du, ich war auch mal ein Schnitter. Genau wie du. Vor Jahren ist mir mein Auftragsziel durch die Lappen gegangen. Ich habe viele Monate gebraucht, um es an diesen Ort hier aufzuspüren. Als ich ankam, musste ich feststellen, dass es irgendwie durch diese Tür gegangen war. Unvorstellbar. Weißt du, wo wir sind, Grünschnabel? Die Tür des Todes. Ihr findet alles Leben sein Ende. Ich dachte, das sei nur so eine Geschichte. Wie du weißt, werden alle Türen mit Seelenenergie betrieben. Vielleicht könnte mit einem wahrhaft gigantischen Aufwand an Energie sogar diese hier gezwungen werden, sich zu öffnen. Leider hat die Seele, die ich dir gestohlen habe, nicht ausgereicht. Ich fürchte, unser Schicksal sind jetzt eng miteinander verflochten, Grünschnabel. Da deine Aufgabe nicht erfüllt wurde, ist dein Tod jetzt nämlich unvermeidbar. Ohne die Seele, die sich jetzt jederzeit, die sich jetzt jenseits dieser Tür befindet, sitzt du in der Falle, genau wie ich. Aber vielleicht ist uns das Glück ja noch hold. Dieses verfluchte Land ist den Schnittern verborgen und in gewisser Weise unberührt von den Gesetzen der Natur. Die Kreaturen, die dort leben, können weitaus älter werden, als ihre Lebensspanne eigentlich vorsieht. Dabei werden sie immer größer und mächtiger. Ich weiß von drei solchen Wesen auf dieser Insel, deren kombinierte Seelenenergie uns die Kraft verleihen könnte, diese Tür aufzubrechen. Im Norden lebt eine alte Hexe, die besessen ist von dem Gedanken, den Fängen des Todes zu entrinnen. Jenseits der Wälder im Osten wohnt ein selbsternannter König, der die über die Ruinen einer überfluteten Kathedrale herrscht. Ja, die über die Ruinen? Der Satzbau ist komisch, okay. Und auf dem Berg im Westen gibt es ein steinaltes Urtier, primitiv und bösartig, das weder Wunsch noch Sehnsucht kennt.
Es tut mir wirklich leid, dass ich dich damit hineingezogen habe, Grünschnabel. Durch mein fortschrittliches Alter ist mein Körper ermattet. Du entscheidest jetzt über deinen Weg. Du kannst dich in die Wildnis begeben und diese Riesenseelen ernten. Und du tust gar nichts und erleidest dasselbe Schicksal wie der alte Idiot, der hier vor dir steht. Kann ich ihn jetzt umbringen? Hui! Guck mal, ich kann hier nicht runterfallen. Ich wollte nur für den Fall-Counter hier einmal runter. Leute, ich kann hier nicht runterfallen. Ich wollte es für den Fall-Counter tun. Könnt ihn angreifen. Brauchst du einen Rat, wo du dich jetzt wenden solltest? Ich schlage vor, du gehst Richtung Norden. Okay. I need to know. Ah. Okay. Oh cool, da oben ist, wird mir sogar der Schlüssel angezeigt. Hä? File-Counter? Wie meinst du das, Clemens? Ich rieche Shortcut. Boah, wie gut die Shortcuts sind, ey. Okay. Die Villa der Urhexe. Entschuldigung. Gott, nie anders. Und das stinkt hier auch. Ja, ich rieche ein Secret. Rieche ein Secret. Verdammt, Entwickler. Fail Counter. Achso, Fail, Fail. Ach komm, Entwickler. Was macht ihr denn hier mit mir? Das ist doch nicht schön. Vielleicht hier unten? Ihr spielt doch mit meinem Leben. Urhexe stand da nicht? Ich muss das andere Schild lesen, das ist zu undeutlich. Urnenhexe. Ach, dich dran. Urhexe, Urnenhexe. Wo ist da der Unterschied? Ja. Okay, Dungeon. I see. Ich muss so ein bisschen auf die Wände achten. Ich wette, Wände haben nachher irgendeinen Crack oder irgendeinen Shit, den ich da machen kann. Wir gehen ab sofort immer erstmal rechts. Einen einzigen gebracht. Ernsthaft? Ein bisschen dunkel hier. Okay, irgendwas Sinnvolles wird es gewesen sein. Heißt also, wenn ich jetzt links gegangen wäre, wäre ich da hinten rausgekommen. Das müssen wir natürlich jetzt rausfinden. Da muss ich ja jetzt fast von ausgehen. Gute Entscheidung. Gib mir das Ding. Wir wollen nochmal 100 drauf. Das ist Skelett, ich sehe es doch. Hier komme ich noch nicht rein, ne? Außerdem sieht das verdächtig nach Wächtern oder so aus. Ah, ich brauchte zwei Hebel. Ah, guck, das ist der Grund, warum wir erst recht gegangen sind. Aber vielleicht hat sich ja hier hinten auch was geöffnet und ist nicht nur der Gang aufgegangen. Okay. Nee. Was mache ich mir vor? Ich muss anscheinend das Spinnenweben zerschneiden können. Okay. Ich weiß nicht. Aufzug. Ist sehr verdächtig, oder? Aufzug ist sehr verdächtig. Ach, guck mal, das sind wieder so feine Details mit den Schatten, die ich dann mag, ne? Echt cool gemacht. Ach, das war jetzt nur der Weg dahin. Ah, okay. Kann ich jetzt den Topf hier machen?
Muss den Topf kaputt machen, weil es sind Töpfe. Kistentöpfe. Nichts hat Bestand vor mir. Wir wissen ja nie, wofür wir es brauchen. Ich sehe eine Saar. Ich sehe eine Saar. Weil, wenn das Spiel jetzt nichts in Kisten versteckt hat, bin ich maßlos enttäuscht. Natürlich muss ich solche Ränder abgrasen. Wir wissen jetzt genau, warum. Geheime Gänge. Wahrscheinlich gibt es ein Achievement für irgendwelche Dinge. Nein. Okay. Kein Achievement für Sly. So. Wir gehen das rechts. Warum sind hier überall Kisten und Dinger? Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Das stinkt doch. Das wird doch irgendwas heißen. Die Kisten und die Dinger. Aber ich mag diesen Herbstteil. Oh, guck mal, das Detail mit den Blättern. Oh, na, oh mein Gott, ich tue die Blätter sogar verteilen dadurch. Wie großartig. Oh, jetzt krieg ich einen Hinweis. Verbrenne deine Waffen und verbreite Freude. Ich hab eine Befürchtung. Muss mich noch dran gewöhnen, wie man das macht, aber... Ja, ist klar. Ja, ah. So funktionieren die Dinger. Okay. Wieder was gelernt. Wir sind der Unnächste. Also erstmal schauen wir uns hier alles an. Und wie Sie sehen, sind sie nichts. Na dann. Ah, okay, der Schussknopf ist ein bisschen doof. Aber das Prinzip ist verständlich. Und das mit den Pilzen ist eine coole Lösung. Schafft das Spiel ohne Vandalismus. Oh, zu spät. Würde ich nie hinkriegen. Hier ist ein Secret. Ich sag's euch. Alter, wie könnt ihr... Ah! I knew it! Ich hab das am Weg gesehen! Ich wollte sagen, wie könnt ihr das da nicht... Alten Schweinepriester. Ich wollte schon meckern, aber... Aber das war nun wirklich anhand des Weges ja wohl... Obviously. Ja, das ist aber nett, dass sie immer... ihren Weg ausgeschrieben hat, die gute Dame. Ja, schön, dass es da lang geht. Ich schau mal, was haben wir hier. Ja, da bin ich ja mal schwimmen gegangen. Aber war wohl nichts. Ja. Okay. Oh, hier ist eine Saat. Ich hab zwei. Irgendwann muss in einem dieser Kisten was drin sein. Ich sag's euch. Ich trau den Bums noch nicht. Oh, das war Schnellreise, ne? Oh ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Wobei dann eigentlich die Blüte da auch Blödsinn ist. Naja gut, es respawnen die Gegner, aber... Oh, das ergibt sogar Sinn dann mit dem Pot hier. Jetzt, wenn man es mal näher betrachtet. Egal, wir können was upgraden. Ich schaue mir mal an, was sie Neues zu erzählen haben. Okay, ich glaube nichts Neues, so wie das aussieht. Ja. Ja, ja, okay, ihr habt nichts Neues. Dann gebe ich einfach das Geld aus, bevor es nachher futsch ist. Ja, ich möchte meine Fähigkeiten aufbettern. Jetzt noch mehr Damage. Ich bin gespannt, wann die anderen Sachen da zum Tragen kommen. Lass die Saat daneben. Lass die Saat daneben, ist der Hubport. Ja, also zu spät, die Saat habe ich schon gepflanzt. Da kam der Delay zu spät. Oh mein Gott. Ich weiß immer noch nicht, was diese Kleinen bedeuten, aber sie sind niedlich. Wo bist du, kleiner Freund? Komm. Ah, da ist er.
Ich weiß nicht, wofür sie da sind, aber ich finde sie mega niedlich. Das ist die ohne Hexe. Oh, sei gegrüßt, du schnabelnasiges Wesen. Deine Sorte sieht man wirklich nicht oft auf dieser Insel. Gewiss bist du hier, um eine Seele zu holen. Aber hoffentlich nicht meine. Wie dem auch sei, offenbar haben sich unsere Wege zur rechten Zeit gekreuzt. Mag dir aufgefallen sein, dass ich mit einem ungewöhnlichen Fluch behaftet bin. Sehr angenehm, das. Bewerte mich nicht aufgrund der Form meines Kopfes, sondern aufgrund des Nährwertes der darin befindlichen Suppe. Topfkopf. Schon jetzt sehr sympathisch. 10 von 10. Doch, wo bleiben meine Manieren? Ich bin hoch erfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Schnabelnase. Es hat den Anschein, dass meine Reise zum Stillstand gekommen ist. Es ist mir nicht gelungen, die vor mir liegende Barriere zu überwinden und die eisernen Tore aufzuschließen. Wenn du mir helfen könntest, dieses Problem zu lösen, stünde ich tief in deiner Schuld und wir könnten den Weg fortsetzen. Gemeinsam. Du bist mein kleiner Zwiebelfreund. Wo uns liegt der Hindernis? Mir deucht, es offenbart sich eine bemerkenswerte Verbindung zwischen dem versiegelten Tor und den nicht erleuchteten Laternen, die selbigen umgeben. Ich weiß nicht, wofür ich die Kleinen brauche, aber irgendwie habe ich das Urin, dass ich die irgendwann mal zum Rätsel lösen brauche. Was ist los mit euch? Kann ich euch hierfür benutzen? Oh mein Gott, nein! Ich habe meine Blumenfreunde verloren! Das war so nicht geplant. Oh mein Gott. Es ist nie passiert. Das ist nie passiert. Nein, wir gehen erst rechts. Wir gehen erst rechts. Oh mein Gott, ich hab sie getötet. Oh, das ergibt Sinn. Au. Schade. Hätte ja sein können. Oh, die Kleine, ich bin raus. Tut mir leid. Tut mir leid, Punkt. Ich wollte das auch nicht. Ich dachte, sie helfen mir. Oh Gott, ein Bogenschütze. Okay, so akkurat bist du nicht. Aber ich kann dir sagen. Take that. Der Garten des Friedens. Ja. Okay, wenn ich die jetzt aber kaputt mache, kann ich die aufheben? Ich weiß, dass sie in die Luft gehen. Nein. Okay. Waren denn noch Pilze? Schlimm ist ja... Schlimm ist eh... dass du die nach weiter verwertet hast. Die habe ich für weiter verwertet. Was? Die sind da alle drei gleichzeitig runtergesprungen. Ich kann nichts dafür. Das ist passiert. Okay, wenn ich schnell genug zuschlage, ist das kein Problem.
Okay, nice. Dass du sie nicht danach. Ach, dass du sie danach nicht weiterverwertet hast. Ah, okay. Ja, konnte ich ja nicht. So, wir sind in der nächsten Folge. Mal schauen, was hieraus noch lustig wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.